So, welcome back, ihr krassen Dudes. Wir machen hier gerade hier Road to Streckenrekord. Mal gucken, ob es klappt. Ich glaube nein, aber ne, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, von daher gut Kick. Oh, wir kriegen sogar Windschatten hier. Sehr nett. Problem ist, der wird uns gleich hier richtig schön hart blockieren. Oder wir fahren einfach innen vorbei. Okay, wir fahren jetzt sehr stark innen. Ah, der hat auch eine blaue Flagge. Komm, gleich kriegen wir die Zwischenzeit. Was wird's? Was kriegen wir? Und... Oh, 6 Zehntel. Sehr gut. Polnische Leute würden behaupten, machen sie doch schon gut. Ich würde einfach sagen, ja, toll. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich habe ich gerade auf Polnisch irgendwelche Mütter beleidigt, ohne es zu wissen oder zu wollen. Oh nein! 6 Zehntel, RIP! Okay, nächste Runde, Leute. Nächste Runde wird unsere Runde. Wir kriegen sogar gleich noch Windschatten von der Corvette. Optimal. Okay, Schwung holen in der Kurve wird nichts mehr. Warum gebe ich denn weiter Gas? Das Problem hatten wir doch schon mal in der Runde im zweiten Part gehabt. Warum geben wir denn weiter Gas? Gibt es ja wenigstens ein Stück Kanzel, den wir auf der rechten Seite sehen können? Fällt da hier irgendwo einer ein aus Fujiyama? Nein, keiner. Aber es gibt eine blaue Flagge, obwohl keiner bei dem Brett ist. Oh, nicht gegenkommen, verdammt. Was hat eigentlich unser Benzin? Hallo, Dark Benzin, was sagen Sie? 3,7 Runden noch. Okay, das klingt gut. Fehler wurden gemacht. Okay, langsam fahre ich echt wie meine Oma. Obwohl sie ja auf dem Porsche 911 GT3 unterwegs war und ich auf dem Audi. War natürlich jetzt auch ein Gang. Dann Subaru BAZ. Formula Drift Auto. Leute, nächste Runde. Rekordzeit incoming. Ich mag den Tunnel-Sound hier in Gran Turismo. Der ist echt wunderschön. Ungewöhnlich, dass man mal den Soundload in ein Gran Turismo-Rennspiel hat man nicht oft. Gegenkommen, verdammt. Jetzt haben wir richtig Schwung. Nein! Ey, ich habe eine Lernkurve. Ich weiß nicht. Eieieiei. Ich weiß, also, das ist. Das. Ich. Nee. Nee. Das ist unbeschreibbar. Manche haben eine Lernkurve, ich habe einfach nur einen Lernstrich. Leute, nächste Runde. Macht euch schon mal das Popcorn von letzter Woche warm. Jetzt, gleich wird's richtig krass. Aber ich könnte mal vielleicht gleich die mittleren, wenn nicht sogar die soften Reifen raushauen.
Wir müssen ja auf jeden Fall gleich nochmal in die Box. Ja, was sagt unser Benzin? Ha, 2,3. Ah, mit ein bisschen Glück schaffen wir noch die zwei Runden. Wenn wir nur noch 5 Runden, das vielleicht mit den guten Reifen, wäre doch schon super. Wir sind zu schnell reingefahren, das Heck kommt aus. Was ist denn da vor uns wieder? Für eine Fahrzeugmenge. Das wird gleich hässlich werden. Ich glaube, das mit der schnellen Runde wird nichts. Das Heck kommt wieder, aber hier ist es. Nein. Was ist mit meiner Lernkurve los? Ich mach denselben Fehler, jetzt nur noch eine Kurve früher. Oh nein, Corvette. Aber wie kann man sich das erklären? Gibt's dafür irgendeinen psychologischen... Das ist das Schikanzen wieder! Aus Perspektive. Oh, hat ein schönes Kfz auf Schienen. Oh, hinter uns ist der zweite. Schneller als der Schikanzen. Wäre ein bisschen peinlich, wenn ich dann irgendwie nach der Aufnahme erfahre, dass das Ding doch anders heißt. Aber naja, no risk, no fun, wie meine Oma immer sagt. Dann hat sie immer gesagt, ich muss jetzt los hier luschen. Aber na gut, anderes Thema. Nein, das Heck, das... Das ist gerade ein richtiger Balanceakt hier in den Kurven. Was ist denn mit den Reifen los? Ja komm, wie sag ich, komm, eine Runde quälen wir... Oh nein. Jetzt habe ich wirklich einen Blackout. Obwohl wir am Tag fahren, das ist unglaublich. Ja komm, ich würde sagen, eine Runde quälen wir uns noch. Und dann, ja, gucken wir mal. Was die guten Reifen so anrichten können. Wir haben sogar noch ein Überholfahrzeug Platz zwischen Platz 1 und 2. Das ist gut. Benzinsparen wird jetzt hart. Hier, wir sind jetzt an den Boxen vorbeigefahren, aber die Zielgerade kommt erst noch. Eine sehr komische Anordnung der Boxen und Zielgeraden. Ne? Anordnung. Sehr, sehr, sehr komisch. Ich meine, das ist doch eine ausgedachte Strecke, oder? Ich meine, da könnten wir auch noch hier, ne, auf die Gegenfahrbahn. Eine Box einbinden. Wäre irgendwie ein bisschen angenehmer. Gut, der coole Faktor wäre dann weg. Aber hätte man doch Shit machen können. Alter, okay, die Reifen, die haben echt keine Lust mehr. Die wollen am liebsten jetzt schon in die Lounge. Oh nein. Ist das der AMG hinter uns, der zweiter ist? Wir sollten angasen. Oh, der hat auch Reifenprobleme. Right behind you, mate. Nein! Fehlerbomben gemacht! Fuck! Okay, Leute. Gas, Gas, Gas. Oh, hallo, guten Tag, M6. Das ist der dritte. Oh, fuck. Wir müssen angasen. Ich glaube, der erste muss auch nochmal in die Box. Genau wie der hinter uns, hoffentlich.
Jawohl, der erste ist jetzt in der Box. Wie Runden fahren wir noch? 4, 5. Weiche Reifen. Let's go. Boxen Crew, do your job very well, please. Aber dennoch hat sich Bolle ganz prächtig amüsiert. Hey, Otto! Danke, Otto! Nein, ich wollte nicht... Nein, nein! Die Taste wollte ich haben. Nee, die auch nicht. Warte. Die hier. Genau. Ich habe gerade so ein doofes Lied im Kopf, was mich gerade anspornt, richtig Gas zu geben. Das ist von Initial D und trägt den Titel Gas, Gas, Gas. Gas, 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 da 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 da. Gas, gas, gas. Na, wenn wir hier noch gebammt, kommen nicht mehr um die Kurve. Runde den dritten, Drehzahl halten, auf geht's, durchbeschleunigen. Der Japanese wieder hinter Rodriguez Sanchez. Gorgonzola, Gorgonzola. Keine Ahnung. Hey, Otto gefällt schon wieder meine Aktivität. Danke, Otto. Doppeldanke. Da fährt der Teufelskerl einfach außen vorbei. Da kennt er nichts. Later! Okay, nächste eigentlich hat 13 Sekunden voraus. Den um uns. Mit den super weichen Reifen kann ich einem zweiten Gang gleich um die Ecke prügeln. Gucken wir mal. Ja, nee. Nee, ist nicht so gut. Gott, der Teufelshund, we in Germany call it. Obwohl, was ist das, die griechische, lateinische, römische Bezeichnung? Cerberus? Weiß ich nicht, irgendwie sowas. 9 Sekunden vor uns. 4 Runden noch. Also, ne, mit der 30. Sieht eigentlich unser Kfz aus? Oh, ich will immer hier die falsche Kamera. Oh, okay, okay. Vorne nicht gut, hinten umso besser. Optimal. War am Limit. 6 Sekunden. Wir kommen ran, Leute. Oh fuck, Walltap. Weiter geht's. Ich hab nichts gesehen. 5,8. Wir kommen ran. Den Ägypter holen wir uns. Seit wann heißt ein Ägypter eigentlich Rodriguez? Wer kann mir das denn erklären? Sekunden? Der M6 ist es. Der M6 ist unser Gegner. Der Balkenhaus M6. Den holen wir uns. Oh, er bremst wieder. Warum bremst? Warum tut er das? Ah, da kommen wir einfach easy vorbei. Ja. Hat er aber noch richtig hier eng gemacht, die Ecke. Shinkansen, rechte Seite. Und da ist er wieder weg.
Ah gut, wir sind wieder Erster. Hoffen wir nur, dass wir uns mit dem Benzin nicht verkalkuliert haben. Obwohl, wenn, dann wäre es schon ein bisschen sehr bitter. Ja, die zweite Kurve können wir ruhig ein bisschen andriften. Ja, gerettet. In Zusammenarbeit mit der Bande. Ah, das war gemütlich. Okay, wir haben jetzt gut Vorsprung. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Autos Platz zwischen Position 1 und 2. Das ist angenehm. Gott, ich fahre gerade mit den super weichen Reifen. Eine Zeit, die ich eigentlich ja mit harten Reifen hingekriegt hätte. Das ist bitter. Das ist das übliche Aufnahmephänomen. Kaum nimmt man auf, schon sinkt die Skillstufe um mindestens 25,7%. Das war hier sehr schön gefahren. Kann mir mal ein Like für da lassen. Oh, scheiße, und schon baue ich einen Unfall. Das ist Karma, meine Damen und Herren. Toll. Warte mal, was fährt da rechts? Ist das? Das ist nur eine U-Bahn, okay. Langweilig. Keiner will eine U-Bahn sehen. Ja, rechts waren wieder ein Schikanen. Da war er wieder. Okay, wow, die Aufnahme hat sich spontan beendet. Da bin ich wieder. Hallo, guten Tag. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Stunden fehlen. Zur Not sage ich einfach hallo, guten Tag. Ja. Part Nummer 1, Gran Turismo Sport, GT League, wie geht's euch heute? Oh, 22 Sekunden Vorsprung. Ich glaube, das Ding haben wir relativ sicher. Jetzt zeig ich mal die KI, wie man hier richtig durchfährt. Und zwar Vollgas. Ganz easy. Hier wunderschön leicht einlenken, hochschalten, einlenken. Oh, gut, da haben wir gerade ein bisschen zu viel gelenkt. Das Spiel selbst sagt so, die vorletzte schnelle Kurve lieber im fünften Gang. Was ist denn hier los? Sven44. Hallo, guten Tag. Vielen Dank. Oh, da kam gerade jemand aus der Box. Ah, zum Glück waren wir da vor ihm draußen. Oder vorbei, besser gesagt. Oder richtig gesagt. Okay, letzte Runde, Leute. Boah, Benzin ist ja richtig gut. Wir sind richtig gut dabei mit dem Benzin. Geil, wir können weiterkacheln. Und dürfen uns dann auf die Ziellinie oder über die Ziellinie rüberrollen lassen. Ich will jetzt echt keinen Windschatten haben. Ich will wirklich reinrollen. Mission reinrollen. Oh, Peugeot. Und er bremst beim Kurvenausgang. Das ist frech. Das ist wirklich frech. Du kriegst das internationale Arschloch-Symbol. Ja, kann ich jetzt nicht hier schön den Warnblinker abholen. Hat er davon. Ja. So, können wir wieder ausmachen? Hier. Aus. 0,4 ist, das scheint mir gerade ein bisschen wenig. 0,3. Ich lifte mal ein bisschen. Die eine Runde ist doch jetzt schon von der Liederanzahl ein bisschen schneller runtergegangen, als ich gewollt habe.
Reifen da jetzt schön im unteren Drehzahl fahren, früh hochschalten. Mal wieder ein bisschen rollen lassen. Gut, wir hätten ja natürlich jetzt die Benzinmenge oder den Benzinzufluss ein bisschen ändern können, aber das ist ja langweilig heute. Oh shit. Okay, komm, lass mich ausrollen. Für die Fans. 0 Liter und wir haben immer noch gar. Okay. 0 Liter, das Ding hat immer noch Sprit. Sehr gutes Kfz. Mit dieser Bilanz könnte es ruhig mal als, ne, Alltagsauto dienen. Gut, wir bräuchten jetzt nur noch einen Sitz mehr, mindestens. Keine 440.000? Sind wir nicht Erster geworden? Ist das ein Bug oder ein Feature? Hm. Ach, oder... Warte mal, ist das jetzt... Kommen wir jetzt bis zur 20-Millionen-Grenze? Wenn ja, das ist... Okay. Okay, wir haben nur so viel bekommen bis zur maximal Geldanzahl. Also es war ein Feature, kein Bug. Ich bin immer da so ein bisschen Rainbow Six geschädigt. Denn da ist ja alles ein Bug. Aber hey, wir haben es geschafft. 1:03. Heureka. Oh, nicht vergessen, die Replay speichern. Ganz wichtig. Wie mache ich das hier? Nein, falsches Auto. Da bin ich. Guck mal, da ist unser Auto noch heile. Nein, auch nicht Fotomodus. Oh, bin ich deppert. Wenn man schon Fotomodus von Speichern nicht unterscheiden kann. Sehr gut. Ja, ich möchte es wirklich speichern. Nee, teilen lieber nicht. Teilen. Machen wir nächstes Mal. Wie oft habe ich diesen Satz schon gesagt? Toll, wir haben wieder 20 Millionen, Leute. Das ist super. Ich glaube jetzt irgendwie Ende Januar kommt noch ein weiterer Patch für Gran Turismo Sport. Wo wieder neue Fahrzeuge sind. Es aber noch nicht sicher ist, ob auch eine neue Strecke dazu kommen soll. Also das nächste Rennen, oder das nächste größere Rennen, wird im Porsche Cup auf meiner absoluten Lieblings-Hassstrecke stattfinden. Circuit de Barcelona Catalunya Grand Prix Layout. Wer kennt's nicht? Toll! Okay, krieg ich noch hier so ein Fahrzeugrad? Kann ich mir mein Suzuki Swift abholen? Oh, da so ein Red Bull. Ah ne, das ist Red Bull Junior Car, ne? Oh, Porsche 911, ich will den 911 haben. 911, bitte kein Beetle GT3. Nein! Ich wollte alles haben, nur das nicht, weil ich den schon hab. Gut, den Junior Kfz habe ich auch schon, aber... Nur in der gekauften Variante und nicht in der geschenkten. So viele... Oh, Mann. Drei Autos, die ich gebraucht hätte können. Gerne haben, wollen, hätte, tun. Und was kriege ich, das, was ich nicht will? Fuck. Oder? Den haben wir doch schon, ne? Ja, den haben wir doch. Da müssen wir jetzt nicht manuell nachgucken. Ja, toll. Dann endet das Video doch noch kacke. Von daher, Leute, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne ein Like oder auch nicht. Von daher heißt es jetzt wie am Ende jeder Folge, Leute, ich bin jetzt raus. Haut rein. Bye, bye and have a great time. Bye, have a great time.